ist etwas über 30 und stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke. Früher hat die Dresdnerin Amerikanistik studiert und mein Kollege Manfred Bleskin hat mit ihr über Angebote aus Moskau, Janis Joplin und ihre Pläne gesprochen, nur noch ein Viertel des Tages zu arbeiten. In einem nicht ganz alltäglichen Gefährt fand dieses Gespräch statt. Frau Kipping, Sie haben unter anderem öffentliches Recht studiert. Da könnten Sie doch richtig viel Kohle machen und nicht in der Politik, oder? Na gut, ich hatte Recht plus im Nebenfach. Aber was für mich entscheidend war bei der Auswahl meiner Tätigkeit, war vor allen Dingen eine Sache zu machen, wo ich sage, hier kann ich mich nicht nur selber verwirklichen, sondern auch einer sinnvollen Sache nachgehen. Und insofern bin ich in einer wunderbaren Situation, dass ich sagen kann, für mich ist das, womit ich gerade mein Geld verdiene, nicht nur ein Beruf, sondern quasi auch Berufung. Sie haben auch mal Slawistik studiert. Если Владимир Путин вам предлагал работу в правительстве... Wenn Wladimir Putin Sie einladen würde, für die Regierung zu arbeiten oder in einer großen Bank, und das wäre ein ernsthaftes Angebot, was würden Sie machen? Ja, dann würde ich sicher sagen, vielen, vielen Dank. Aber ich habe andere Pläne. Freedom's just another word for nothing left to lose. Wer hat das gesagt? Ja, in meiner Hippie-Zeit kam das öfters in der Disco, Janis Joplin. Janis Joplin. Was ist Freiheit für Sie? Für mich ist Freiheit etwas, was leider in der Vergangenheit immer gegen die Idee von sozialer Gerechtigkeit konträr gestellt worden ist. Und für mich gehört aber beides ganz untrennbar miteinander verbunden. Und für mich bedeutet Freiheit, dass man entscheiden kann, mit welcher Tätigkeit man einen Großteil seines Tages verbringen will. Und was ich ganz wichtig finde, dass es Freiheit nicht nur für Besserverdienende gibt, sondern dass Freiheit in diesem Land auch real für Erwerbslose existiert. Ist Freiheit auch die Einsicht in die Notwendigkeit? Also mich anders ausdrücken, es gibt ja den Begriff bei Marx vom Reich der Freiheit und vom Reich der Notwendigkeit. Und das Reich der Notwendigkeit wird wahrscheinlich nie ganz aufgehoben werden, aber das Streben von Politik sollte schon dahin gehen, das Reich der Notwendigkeit so weit wie möglich zu begrenzen. Sie haben ein eher distanziertes Verhältnis zur Rikscha, habe ich mir sagen lassen. Warum eigentlich? Ist das ein Kolonialinstrument, Fahrzeug für Sie oder? Also ich weiß nicht, ich war einmal im Urlaub in einem Land, wo es sehr heiß war und wo es quasi nur die Rikschas im Angebot waren. Und ich habe das damals komplett vermieden. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch daran, weil ich lieber selber am Lenker sitze. Beziehungsweise, wenn es schon Fahrradfahren möglich ist, dann lieber selber strample. Insofern lieber selber Fahrrad fahren. Also kein politischer Grund? Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen geschmäcklerig. Okay. Ich gucke jetzt nicht bis ans Lebensende, aber in 10 Jahren, wo ist Katja Kipping da? Oh, das ist, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Also es kann sein, dass ich bewusst mich entscheide, du hast jetzt so viele Jahre 150-prozentig dich ganz der Politik verschrieben gehabt. Jetzt ist es an der Zeit, nochmal den beruflichen Schwerpunkt zu verlagern, eher in den Bereich der Publizistik zu gehen. Das ist eine spannende Sache, die ich mir vorstellen kann. Ich kann auch bewusst sagen, ich nehme mich mal stärker zurück und praktiziere das, wofür ich immer politisch kämpfe, nämlich die 4-in-1-Perspektive. Soll heißen, dass ein Arbeitstag aus 4 gleichen Teilen besteht, wo die Erwerbsarbeit plus ein Viertel ausmacht und der andere Teil halt auch Muse und Reproduktionsarbeit bedeutet. Das würde ich auch gerne machen. Das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Es ist durchaus möglich, dass ich in 10 Jahren genau das mache, was ich bisher mache. Es kann bedeuten, dass ich dann in der Politik noch höhere Ämter anstreben. Es kann aber auch für mich selber bedeuten, es ist auch eine schöne Option, sagen, mich bewusst etwas stärker zurückzunehmen. Das ist noch nicht entschieden. Ämter? Was für höhere Ämter? So mal so als Idee. Momentan gibt es keins, wonach mir verlangt, weil ich finde, die ich jetzt gerade habe, mit denen kann man so viel machen und auch so viel an guten Ideen wie das Grundeinkommen oder die 4-in-1-Perspektive voranbringen, dass mir momentan nicht nach höheren Ämtern steht. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. In jedem Fall alles Gute für Sie. Herzlichen Dank. Dankeschön. Na dann. Tschüss.